Die einzige Ressource Deutschlands, die wir haben, ist die Bildung. Ja, das sind die Köpfe, die Intelligenz, der Fleiß natürlich auch, aber Bildung ohne Fleiß ist auch nicht viel wert. Wenn einer nur immer schaufelt, irgendwas, da kriegt er auch nichts auf die Reihe, kann nicht Exportweltmeister werden. Er muss schon Produkte entwickeln, die auf höchstem Niveau sind, konkurrenzfähig international zu sein. Die Schule der Nation ist die Schule. Ein schlichtes, aber richtiges Wort, das allerdings fatale Folgen gehabt hat. Denn es wurde zu einer Art, wie soll ich sagen, Ermächtigungsgesetz für den Eingriff von zwei Menschengruppen in das Erziehungsgeschäft, die dafür nur bedingt taugen. Erstens sind das, ich hoffe, Sie erschrecken nicht, die Bildungspolitiker und zweitens sind es die sogenannten Bildungsexperten. Ich denke zum Beispiel an die Lehrpläne, die in einem großen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen seinerzeit ausgegeben und offenbar auch beachtet worden sind. In einem dieser Lehrpläne wird im Politologieunterricht das Thema Grundgesetz behandelt. Und zwar so: Die Schüler, 10- und 11-jährige Kinder, die Schüler sollen mit dem Inhalt des Grundgesetzes bekannt gemacht werden und anschließend frei beantworten, ob sie das Grundgesetz anerkennen oder ablehnen. Das Grundgesetz, wohlgemerkt, die Ordnung, auf die wir uns verständigt haben, die maßgeblich ist für unsere gesellschaftliche Ordnung, wird anheimgestellt, 10- bis 11-jährigen Kindern. Wenn ich mir das angucke, wundert mich die Reaktion mancher junger Männer, die zum Glaubenskrieg in den IS aufbringen, nicht mehr so sehr. Das ist unser Versäumnis gewesen und dieses Versäumnis müssen wir ändern, dadurch, dass wir den Begriff der Erziehung endlich wieder so ernst nehmen, wie er genommen werden muss. Im Vergleich tut man den Schülern in Berlin keinen Gefallen, indem man das Leistungsniveau künstlich absenkt. Ich bin der Meinung, die Berliner Schüler sind eigentlich genauso leistungsfähig wie die Schüler in Baden-Württemberg oder in Bayern. Komischerweise traut man ihnen das irgendwie nicht zu. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, was die in Berlin da angedacht haben. Es gibt nicht mehr Noten. Es gibt so verschiedene Kompetenzstufen und in Abhängigkeit von der Kompetenzstufe werden Noten verteilt. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dann kann man mit der gleichen Leistung gewissermaßen, ja, was weiß ich, eine 2 kriegen oder eine 5, je nachdem, in welchem Niveau man ist. Also völlig absurd. Und dann kommen die Kinder, ja, in die freie Wildbahn sozusagen und dann ist Schluss mit Kuscheln und dann setzt plötzlich die harte Wirklichkeit ein und keiner hat sie darauf vorbereitet. In den Bundesländern selber ist die Praxis jeweils eine andere. Also die Hauptschule in Bayern ist wesentlich leistungsfähiger als eine durchschnittliche Realschule in Hamburg. Es läuft aber nicht aufgrund der vielen Reformen, die wir gerade in Berlin auch hatten. Es waren allein in den letzten 10 Jahren gefühlte 20 Reformen. Nicht aufgrund dieser Reformen läuft es gut, sondern trotz der Reformen. Die Lehrer oder wir Lehrer, darf ich in dem Fall sagen, schaffen es häufig, diese am grünen Tisch ersonnenen Reformen, ich will nicht sagen auszusitzen, aber so in der Praxis abzumildern, dass sie nicht allzu großen Schaden anrichten. Diesen mittleren Schulabschluss bestehen in Berlin praktisch alle Schüler. In Bezug auf die erweiterte Berufsbildungsreife schließen die meisten Schüler sogar mit 1 ab, also ist überhaupt kein Problem. Die Lesekompetenz wird darin abgefragt, indem die Schüler einfach einen Text lesen. Über Ernst Shackleton war das hier der Fall und dann wird eben gefragt, dann steht eben der Text selbst, Ernst Shackleton ist in Irland geboren und dann kommt die Frage dazu, aus welchem Land kommt Ernst Shackleton? Und dann schreiben sie hin, Irland. So, das ist dann die Lesekompetenz. Und ich meine, damit tun wir unseren Schülern keinen Gefallen. Schlechte Noten zu vergeben, negative Rückmeldungen zu vergeben, ist anstrengend. Wenn ich ein Drittel meiner Studenten durchfallen lasse, dann weiß ich, die kommen alle in die Sprechstunde, die wollen alle erklärt haben, warum ich sie habe durchfallen lassen. Hätte ich ihnen eine 4.0 gegeben, hätte ich meine Ruhe. Wir haben also, und das ist ein Teil dieser Infantilisierung, die in diesem Land Einzug gehalten hat, eine Infantilisierung in der politischen Führungskaste, überall, wo Verantwortung getragen wird. Warum haben wir Kuschelpädagogik, Kuscheljustiz? Warum haben wir Politiker, die keine Verantwortung mehr übernehmen? Warum kann so jemand wie Claudia Roth Bundestagsvizepräsidentin werden? Es ist in der Tat so, dass das Leistungsniveau abgesenkt wird. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Schulen und Lehrer durchaus auch ein Problem bekommen können, wenn der Output, also sprich die guten Noten, am Ende nicht da sind. Also das macht man als junger Lehrer oder Referendar nur ein oder höchstens zweimal, wenn man schwer vom Begriff ist, dass man zu vielen Schülern eine 5 gibt am Ende des Jahres.
Nicht? Also dann wird nicht gesagt, Mensch, gut, dass du hier mal aufräumst, sondern hat man ein Gespräch beim Direktor. Und wenn das nicht hilft, dann wird die Schule noch vom Schulrat vorzitiert. Ja, warum stimmen denn die Ergebnisse nicht und so weiter. Zusätzlich wird nachgeholfen durch die Absenkung des Niveaus. Also es wird die Note 1, wurde früher bei 98% richtiger Ergebnisse gegeben. Inzwischen hat man das in Berlin halt künstlich abgesenkt. Ich weiß gar nicht, ob wir bei 95% oder 94% sind, um auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern besser dazustehen. Ich bin neulich mal interviewt worden von Schülern, die also bei allen Parteien mal rundgegangen sind und gefragt haben, ja, wie haltet ihr es mit der Inklusion? Und dann habe ich halt gesagt, naja, Inklusion ist kein Selbstzweck, Inklusion ist ein Mittel zum Zweck. Manchmal kann es nützen, in vielen Fällen kann es eher schaden. Und hinterher haben die Schüler dann zu mir gesagt, das fanden sie jetzt aber interessant. Also ich sei der Einzige gewesen, der beim Thema Inklusion nicht sofort in Hab-Acht-Stellung verfallen sei. So ungefähr, Inklusion ist heilig und ist nicht hinterfragbar. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Das heißt, wir als AfD haben die Chance und auch die Pflicht, genau an dem Punkt anzusetzen. Das Bologna-System ist auf ganzer Ebene gescheitert und deswegen ist auch eine unserer Forderungen auch im Bundesfachausschuss, man soll es den Hochschulen freistellen, wieder zu alten, bewährten Studiengängen zurück. Ich meine, der deutsche Diplom-Ingenieur, das war sozusagen ein Gütesiegel. Warum sollen wir das einfach wegschmeißen? Also ich verstehe es einfach nicht. Ich hätte nichts dagegen, sogenannte Hörergelder oder Studiengebühren maßvoll wieder einzuführen, unter zwei Voraussetzungen allerdings. Erstens, dass ein üppiges Stipendiensystem für diejenigen bereitgestellt wird, die studieren können, die studieren wollen und es auch können, aber aus finanziellen Gründen möglicherweise daran gehindert sind. Und dass zweitens die Möglichkeit besteht, die Studiengebühren nachlaufend zurückzuzahlen. Das heißt, man bekommt erst ein Darlehen und wenn man im Beruf erfolgreich ist und entsprechend verdient, zahlt man die Dinge mit der Zeit zurück. Im Grunde genommen haben wir das Problem momentan an den Universitäten, dass die zwei inkompatible Aufgaben machen sollen. Die sollen zum einen Spitzenforschung betreiben. Spitzenforschung braucht Freiräume, braucht keine Verschulung, braucht einfach, dass man es mal so ein bisschen laufen lässt und einfach die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt und mal schaut, was passiert. Auf der anderen Seite haben wir den Bildungsbedarf breiter Gruppen in unserem Volk. Das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe. Und diese beiden Aufgaben, den Universitäten gleichzeitig aufzubürden, das geht einfach nicht. Also sie können nicht beides haben. De facto läuft es darauf hinaus, dass also in den Instituten eine Zweiteilung herrscht. Es gibt sozusagen die Forschungsprofessoren und es gibt die Lehrprofessoren. Und das ist eine ziemlich harte und eine ziemlich deutliche Scheidung, die auch zu Unfrieden führt und die eigentlich so dieses akademische Prinzip der Universitäten aushebelt. Vielleicht könnte Herr Eck und Herr Bremer gemeinsam die Fachhochschule in diesen Kanon noch einsortieren. Ist das vielleicht das Zukunftsmodell oder ist es überholt, weil sowieso überakademisiert? Also die kritische Phase der Berufsausbildung, um das mal ganz deutlich zu sagen, ist der Einstieg, und zwar der Übergang vom Milieu des allgemeinbildenden Lernens in das Berufliche. Wer das schafft, hat einschließlich der Wiederholer am Ende der Ausbildung eine bis zu 96%ige Wahrscheinlichkeit, dass er seinen Facharbeiterbrief oder Gesellenbrief bekommt. Solche Erfolgsdaten, rein statistisch, finden Sie in keinem anderen Systemteil. Wer heute in seinem Beruf verstehen will, warum er etwas tut, der muss eigentlich studiert haben. Das ist das eine. Das andere ist, wenn der nur studiert vorher, kann er den Beruf nicht ausüben. Also das ist ein Problem, das können Sie nicht mit unterschiedlichen Begabungen beantworten, das können Sie auch nicht schulstrukturell beantworten. Es liegt einfach in der Wissenschaftsdeterminiertheit unserer alltäglichen Praxis. Das Problem beim Gleichheitsgedanken in der politischen Öffentlichkeit ist, dass Politiker das fordern und gleichzeitig versprechen, wählt mich, ich mache euch zu Gleichen. Also gegen den Aufstieg, es besser zu machen, den Unterschied, den man an sich selber als ja, mediocre, superior und sonst wie erfährt, den muss man dann eben auch ausgleichen. Ich bedanke mich bei unseren Diskutanten für die spannende Diskussion, bei Ihnen natürlich auch für die aktive Teilnahme. Und wir wünschen natürlich, ich denke, da kann ich im Namen aller sprechen, Ihnen und Ihrem Landesfachausschuss glückliches Händchen bei der Zusammenstellung des Wahlprogramms für das nächste Jahr, Abgeordnetenhauswahl im September. Wird schon klappen und daran können wir auch sehen, dass am Rande, dass diese Partei an der Basis weiterhin kontinuierlich und sachlich weiter zusammenarbeitet.
Sie wollen noch was sagen? Nee, ich wollte nur zustimmen. Gut, das sagt auch einiges. Ich wollte nur zustimmen. Es ist einfach schön, ab und zu mit vernünftigen Leuten vernünftige Arbeit zu machen. Das passiert an so vielen Stellen in der Partei. Man sieht es manchmal gar nicht. Und deswegen sind wir hier und deswegen bleiben wir dabei und lassen uns nicht spalten. Ja. Schönen Abend.